Einen wunderschönen guten Abend, die Herren und ja, die Herren. Wir befinden uns heute hier bei dem letzten Schultag von euch vier hier, weil ihr euer Abi bestanden habt. Das heißt, ihr habt alle euer Abschlusszeugnis und ja, werdet dann hoffentlich alle eine schöne Zukunft haben. Hoffentlich. Dann bitte ich einmal den Herr Faul zu mir nach vorne. Also, hier einmal Ihr Zeugnis. Dankeschön. Und dann alles Gute auf Ihren weiteren Wegen. Ja, ich auch. Dann einmal den Herrn Ludwig, bitte. Dann müssen wir zurück, Herr Voll. Hier Ihr Zeugnis. Ludwig, der Bio-Homo. Und noch Ihnen ebenfalls schöne weitere Wege auf Ihrem weiteren Leben. Ihm wünsche ich auch noch viel Spaß. Ja, danke. Dann einmal bitte der Herr Müller. Achtung. Also hier haben wir Ihr Zeugnis. Ja, vielen Dank. Und lassen Sie sich mal umarmen hier. Ja. Ah, so lange schon zusammen gemacht jetzt. Ja. Ja, dann noch der Kleinert. Jo. Kommst du auch durch die Tür? Ihr Zeugnis. Danke. Und Ihnen einen schönen Weiterweg auf Ihren weiteren Wegen. Danke. Ja. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt noch macht, aber ich hab schon gesehen, der Müller wird wahrscheinlich mit seinem Steier wieder weiterfahren zum Hof. Ja. Was mit den anderen ist, keine Ahnung. Soll ich auch irgendwo hinfahren? Irgendwann, ich gehe in mein Büro hier. Was lachen Sie denn so, Herr Müller? Nichts, Herr Ludwig. Keine Ahnung, der hat halt irgendwie einen Clown zwischendurch. Was wollen Sie denn jetzt machen hier? Sie haben ja jetzt Abitur fertig. Ja, ich hab ein bisschen Geld verbraten in die Schweinehof GmbH. Wie Schweinehof? Du ein Schweine? Ja. Irgendwann passt das ja auch zusammen. Ja. Wollten wir ein paar Steaks machen, tatsächlich. Echt jetzt? Ja, und das Coole, ich habe schon meine schöne Biogasanlage, oder ja. Okay. Also. Warte mal, hier. Der Kleinart! Ja. Ich gebe Ihnen 10% Rabatt auf mein Fleisch. Was wollen Sie denn jetzt überhaupt machen? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Echt? Ja. Ja, hier, ich habe gesehen, du kannst ja dich vielleicht mal hier umschauen, beim Bauhof oder so. Ja. Was ich machen? Wer ist denn dort zuständig? Jo, tschüss, Jungs. Jo, ciao. Der Herr Faul. Okay, dann bei mir da mal. Ja. In Kontakt treten. Herr Faul? Wo ist denn der Herr Faul? Der ist, glaube ich, weggefahren. Du musst mal hinterher laufen. Nee. Bin hier noch. Wo ist denn der? Ach, das ist, ach, da. Hier ist doch der Herr Faul. Ich hätte eine Frage. Und zwar suchen Sie beim Herrn, beim Bauhof noch Mitarbeiter oder Aushilfe? Ich muss erstmal abwarten, ob meine Azubi kommt. Herr Hubert. Wenn sich der Auszubildende nicht mehr meldet, dann melde ich mich bei Ihnen. Okay, danke. Also, Mitarbeiter werde ich dann wahrscheinlich noch suchen. Jo. Dann schauen wir uns einmal denn die Umgebung an, würde ich sagen. Die Karten haben wir ja. Ja, vielleicht nicht mitten auf dem Weg stehen. Bin schon Wissen weg. Wissen Sie, wo der Bauhof ist? Doch. Mein Bauhof, der oben. Halt bei Ding, bei der 24. Oder wir könnten auch nochmal austauschen. Jo. Also ich habe ja noch nicht Ihre Karte nochmal geben würden. Jo. Da, bitteschön. Gebe ich mal Ihnen meine. Danke. Dann werde ich mich wahrscheinlich melden morgen oder so. Jo, machen Sie das. Jo, schönen Tag noch. Ciao.
Herr Müller? Alles klar. Wer ist falsch stumm? Herr Kleinert! Ja? Die Mann, die vorne, was ist denn los? Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade machen soll, deswegen habe ich mir gedacht, ich frage sie mal. Ja, ist, der Herr Bauhof meldet sich erst bei mir. Upsala. Okay. Ja, das Blöde ist, ich habe hier kein Dings drin, sonst würdest du mir mal beim Hof helfen. Wo ist denn der Hof? Wo ist denn der Hof? Hast du noch die Stadtkarte? Ja, die habe ich noch. Wenn du den Shop folgst. Ja. In der Nähe von, wenn du bei der Baustelle vorbeifährst, die Hauptstraße unten lang, siehst du diese Wiese, diese große, diese 48. Ja. Wenn du da ist der Hof, genau daneben. Da musst okay. du hinfahren. Der dann kann ich nämlich ein bisschen den Hof aufräumen, weil mein Vater hat mir viel zu viel gekauft. Dann komm ich dorthin. Ja. Perfekt. Was. Ciao. Ja. Dann gehen wir mal da zum Herrn Anton. Da ist die Baustelle. Oha, was haben wir denn da für eine große Baustelle? Ah, was wird denn da Schönes gemacht? Aber es sind aber ganz schön viele Maschinen. Ja. So, dann schauen wir mal. Dann spazieren wir mal da die Wiese entlang oder die Straßen besser gesagt. Da unten hat er gesagt. Da vorne fahren sie auch wieder wie die Bekloppten. Ah, da sind die Herren Kollegen unterwegs. Schauen wir uns einmal den Hof an. Wie es ausschaut. Mit den... Was haben sie denn da Schönes? Ein Bredalstreuer. Ein QNTF. Fronttank, das ist hinten für die Kuhn dazu. Die Seemaschine, die Comprima F155XC. Schöne Maschine. Dann den Kuhn Quaderballenwickler. Jo, ein Zetter, ein Schwader. So. Schauen wir mal den Hof an. Da ist ein schöner Transporter. Also die Zulassungsstelle, die muss auch ein bisschen an in der Optik haben, weil TP 106, ah ja. Ein schöner Audi. Schauen wir uns nochmal die Map. So. Da warten wir da mal auf den Herrn Kollegen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber naja. So, dann schauen wir mal. Jo. Aber jetzt müssen wir da eh gleich kommen, der Kollege.
Der Anton. Wir haben mal warten, bis der Herr Müller kommt. Oh Mann, jetzt hat er gleich die Polizei mitgebracht. Ja, der hat Akkus, der ist halt nagelneu, der hat ab und zu, das ist neue Technik hier, das alles einzustellen ist halt schwierig, wissen Sie. Ja, trotzdem. Also, ja, ich weiß. Ich mal auf. Ich hab auch ganz viel rübergezogen. Ich kann froh sein, dass ich rüberzogen hab, noch. Ja. Ich hab auch fast Sprüche reingebrennt, aber. Ja, ich hatte es auch im Augenblick gar nicht gesehen, dass er es so blockiert hat. Also, ich lass es mal bei einer Verwarnung, ne? Ja, Mal, sorry, das wird auch nicht mehr vorkommen. Hoffe ich. Ja. Also, das ist der Hammer. Kleiner, kommst du bitte mit? Jo, haben schon die ersten Probleme mit dem Herrn Polizisten, oder wie? Nein, ich hab kein Problem. Die Lenkung von dem Steuerrad blockiert. Ich bin auch einmal rüber und da war der Polizeifahrer da irgendwie weh. Du siehst ja hier vielleicht die ganzen Maschinen jetzt. Ja. Die müssen alle ordentlich das hingestellt werden. Achso, also in die Hallen oder wie? Ja, richtig. Du kannst den Steuer nehmen. Ich nehme in der Zeit hier den sehr geliebten MF von meinem Vater und dann passt es. So, Herr Kleinert. Ja. Sind Sie froh? Endlich fertig mit dem Abschluss. Endlich fertig mit dem Abi. Ja, gut, sehr Lob und Dank. Ja, ja, das ist echt anstrengend gewesen, muss ich sagen. Also das war wirklich nichts für schwache Nerven, aber... Ja. Was hat denn jetzt der Bauhof zu Ihnen gesagt? Er wird sich melden, sobald er mehr Informationen für mich hat. Okay. Eieieiei. Wo kommt das Mähwerk hin? Stell das mal hier in die Halle, wo ich es hinfahre. Ich mach dir grad mal so. Hier, das sind nämlich alles neue Maschinen, ey. Weil wir sind ja von einem Dorf hier hingezogen. Vor ein paar Jahren und jetzt haben wir uns mal komplett neue Maschinen gekauft. Warte mal, die Halle ist ein bisschen scheiße. Ja, habe ich schon gemerkt. Ich weiß nicht, wer sich die Scheiße hier ausgedacht hat mit der Halle, ey. Jo. Schon weiß, dass ich das wieder scheiße mache oder wieder falsch mache. Mhm. Weil mein Vater hat eigentlich immer was zum Meckern. Ich war doch eigentlich noch auf den Mitarbeiter, weil mein Vater hat ja eigentlich einen Mitarbeiter hier. Jo. Alter. Ja, hattest du jetzt eigentlich keine Richtung gehabt, wo du hingehen möchtest? Na, gar nichts. Nett? Willst du mal. Also, weißt du, was ich dir empfehlen kann? Hm? Hoch zum Ludwig mal zu gehen, weil ich habe gehört, der ist alleine. Komplett alleine in einem riesen Betrieb. Ah, okay, dann werde ich dort auch nochmal nachfragen. Den musst du eigentlich mal anrufen, den Ludwig. Jo. Hast du die Nummer von dem oder soll ich dir mal die geben? Ja, wenn du so nett wärst. Ich hab so ein Kärtchen von dem, dann kann ich dir das gleich mal geben. Ich hätte eine Frage und zwar, wie lange geht denn der Arbeitstag? Der heutige? Ja. Wir machen 15 Minuten und dann machen wir mal eine kleine Pause, weißt du? Der Tag ist aber schon lang um. Hä? Der Tag ist aber schon lang um. Ja, heute mal ein bisschen länger. Grüß Gott. Ach, wer ist denn hier auf dem Hof? Der Herr Wiesenthal. Schönen guten Tag, ich bin der Herr Wiesenthal. Kennen Sie mich noch?
Ach, Herr Wiesenthal. Ah, jetzt. Ich bin ein Agent-Fan. Haben Sie kein Geld für ein Rishing-Fend hier oder was? Ach, super. Ich hab's echt vermisst, muss ich sagen. Na, wie war der Urlaub in den Alpen? Na, wie war der Urlaub in den Alpen? Gut. Sieben Sterne, Hotel. Ja, kennen Sie das sicherlich nicht, ne? Nee, will ich auch nicht kennen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir noch ein neues Auto gekauft hier. Haben Sie gesehen? Ah, jetzt. Zum Verlierer, zum Verlierer gebracht, ja. Jetzt hat er aber richtig auf die Putze gehaut. Sicher. Ist da V8 die Turbo verbaut, AMG, alles klar, er hat sie gegönnt. Ach du Scheiße. Will der irgendwas hier von mir? Ach du Scheiße. Ich bin über die Baustelle gefahren, das kann ja. Hallo, schönen guten Tag. Was soll denn das? Das ist mein Mercedes. Oh! Das ist ein ganz dickes Problem, Kollege. Du mit der Bürgermeister müssen doch schnell alles entscheiden. Ja, ich hatte hier auch so eine schwarze Mercedes, aber die ist jetzt weg hier. Ich weiß ja nicht, was du blind bist, aber das ist nicht schwarz. Warte, ich lass mich mal kurz rein. Ich hab einen schon. Ja, hast du sogar noch kurz geschlossen, wir haben es geschafft. Kurz geschlossen? Stopp, Automatik! Jetzt fangen wir an zu lügen hier! Schatzstubautomatik, die Scheiße kannst du so anmachen! Na, aber nicht, wenn da ein Schlüssel dabei ist. Der muss ein Schlüssel. Kollege, du schreibst ja, der Ersatzschlüssel lag im Gemeindegebäude, du! Das kann nicht sein, weil mein Ersatzschlüssel liegt nämlich bei mir im Haus. Da steigt jetzt der eine vor uns hinterher. Wo ist denn meine Karre hier? Genas! Gelbe Karte! So rumzuschreien! Oh yeah, er überfahrt mich gleich als erstes. Hä? Herr Kleinert, Herr Müller? Ja? Irgendwie ist der Herr Wiesenthal komisch drauf. Der war schon seit Anfang. Der war schon seit Anfang an komisch drauf. Hä, was hat denn der für super Hörgerät, damit der uns von 20 Kilometer Entfernung hat? Aber ich würde damit sagen, wir machen mal eine kurze Pause. Ja, das würde ich auch sagen. Das war's nämlich mit der Folge, Leute. Ja. Das hat euch gefallen. Lasst gerne ein Feedback da und wir sehen uns tatsächlich in der nächsten Folge wieder. Habt viel Spaß. Bis dann. Ciao.